Amanda Ammann, du bist im Jahr 2007 zur Miss Schweiz gekrönt worden. Du hast bestimmt ein sehr aufregendes und sehr gut gebuchtes Jahr verbracht. Wie ist es nachher weitergegangen? Ja, sag mal, es ist nachher nicht weniger turbulent weitergegangen. Ich habe mein Studium aufgenommen, aber habe weiterhin immer noch sehr viele Aufträge gehabt. Ich habe gute Werbeverträge abgeschlossen, habe weiterhin gemodelt, moderiert und war für Events gebucht. Und das dauert bis jetzt auch und über das bin ich wirklich sehr glücklich. Du bist sehr sportlich und hast im Februar 2010 für ein Projekt «Jeder Höhenmeter zählt» den Kilimandscharo bestiegen. Wie ist es dir ergangen und welche Eindrücke hast du von dir mit heimbringen? Es war für mich eines der eindrücklichsten Erlebnisse von meinem Leben, auf jeden Fall. Ich hätte wirklich nie gedacht, dass ich hochkomme und die wirklich die dünne Luft verträge. Und es ist einfach gewaltig, wenn man oben ist. Dann hat man eine Aussicht, die man einfach auch auf der höchsten Spitze der Schweiz nicht hat, auf dem höchsten Berg. Das ist einfach wirklich nur dort. Und nur schon der ganze Weg war extrem schön. Wir konnten in sich einkehren. Es war eine wunderschöne Natur. Und ich bin mir am Überlegen, ob ich wieder mal irgendwann tun soll. Kurz darauf hat dein Motorrad Fieber gepackt. Wie ist es denn zu dem gekommen? Ich habe eigentlich schon länger gewusst, dass ich unbedingt die Prüfung mitmachen möchte. Und ich weiss auch noch, ich habe schon immer eine Faszination für Motorräder. Wir haben einmal geschaut, wenn jemand ein cooles Motorrad hatte. Und ja, auch in meinem Kollegenkreis sehr viele Leute, die Motorrad fahren. Und irgendwie hat sich dann immer verstärkt. Und jetzt habe ich gerade momentan auch Zeit, um die Prüfung zu machen. Und habe ich gedacht, wenn denn jetzt? Einen Tiefeinsteigerkurs beim Jacques Cornu hast du bereits schon absolviert. Was habt ihr in diesem Kurs gemacht und welche Fortschritte hast du bei dir selber gemerkt? Also der Kurs war mega cool. Erstens, der Jacques Cornu ist ein total unkomplizierter Typ und wir haben es wirklich auch lustig gehabt. Wir haben vor allem am Anfang wirklich Basics durchgenommen, wie ein TÜV funktioniert. Und sind aber auch am Schluss auf der Strasse. Und ich habe wirklich gemerkt, mit dem Schalten geht es schon sehr gut. Und ich traue mich jetzt auch auf die Strasse. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich Fortschritt gemacht habe. Würdest du generell Kurs wie Weiterbildungskurs oder Perfektions- oder Sicherheitstraining weiterempfehlen? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch für später ist es sehr wichtig, dass man nicht dass man sich gewisse Fehler nicht aneignet und dass man wieder Sachen lernt. Und jetzt habe ich gesehen, es hat noch einen zweiten Kurs nebenbei gegeben und ich habe die ein bisschen beobachtet und ich glaube, man lernt auch sehr viel dazu, weil man schon ein bisschen tief fahren kann. Ja, jetzt hast du dich für Suzuki Gladius mit ABS entschieden. Warum gerade für das Modell? Erstens, so wie halt Frauen sind, entspricht es mal optisch natürlich. Ich finde es sehr nice, tief. Für Anfänger ist es natürlich super, dass er sehr tief ist und für eine Frau auch. Also man kann gut stehen und ich denke, das ist vor allem wichtig am Anfang, dass man dann nicht nur noch denkt, oh, ein TÜV kippt und so. Und es ist auch sehr ein handlicher TÜV, also ein wendiger, aber nicht so ein schwerer. Und ich denke, vor allem am Anfang, wo man sich auf das Gangschalten konzentrieren muss, ist das sehr wichtig. Gute Wahl gewesen. Ja, und wo wird man Amanda zukünftig auf dem TÜV antreffen? Also ich denke, meine erste Tour wird sicher mal zum Senti sein, weil es ist gerade am nächsten von daheim. Also werde ich mal in die Schwegalpur gehen. Und dann könnte ich mir sicher mal vorstellen, auch mal ein paar Pässe zu machen. Aber ich glaube, zuerst gehe ich mal ein bisschen üben. Ja, Amanda, dann wünschen wir dir eine lange, tolle erste TÜV-Saison und viel Spass. Ja, merci vielmals. Ich freue mich wirklich riesig drauf und ich werde auch meinen Spass haben, da bin ich sicher. Super.